In den letzten Tagen und Wochen wurde ich öfters gefragt, was tue ich, meine Koi sind sehr scheu. Wenn sie an die Wasseroberfläche kommen, fressen sie sehr hektisch. Das Futter schwimmt relativ lange oben, bis überhaupt die Futteraufnahme beginnt. Ansonsten sind die Koi mehr am Boden und ziehen da ihre Bahnen. Lassen wir mal den Parasitenbefall außen vor und sprechen von einem gesunden Besatz. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, Sie haben einen kompletten Neubesatz. Zum anderen, und das spielt auch beim Neubesatz wieder mit eine Rolle, der Koi-Teich ist zu klein oder bietet den Koi auch keinen Unterstand-Versteckmöglichkeit. Das heißt, wenn Ihr Koi-Teich so gebaut oder konzipiert ist, dass diese Koi, die neu dazukommen oder auch ein bestehender Bestand, wo Sie genau diese Symptome beobachten, schreckhaft sind, müssen Sie eigentlich Abhilfe schaffen in Form von einem Unterstand. Sei es eine Brücke, sei es eine Abdeckung über den Teich, sodass der Koi oder die Koi nicht das Gefühl haben, ständig in der Angst leben zu müssen, gekeschert zu werden. Und das passiert in erster Linie, wenn einfach die Wasserfläche, das Teichvolumen zu gering ist, in kleinen Teichen, wo sie einfach nicht diese Versteckmöglichkeit haben, dann passiert genau das, dass sie die Koi in den seltensten Fällen ruhig an der Wasseroberfläche sehen, weil sie einfach nicht ausgeglichen sind und permanent in der Angst leben, gekeschert zu werden. Das ist einfach der Naturinstinkt des Fisches. Ich möchte Ihnen vielleicht mal hier zwei, drei Beispiele zeigen, wie Sie da schnellstmöglich Abhilfe schaffen können, um eventuell in 14 Tagen schon ausgeglichene Fische in Ihrem Teich zu haben. Schauen wir uns mal an. Betrachten wir zunächst unseren Showteich, der ein Wasservolumen von 28 Kubik hat. Hier, wenn die Koi eingesetzt werden, haben diese nie das Gefühl, in Angst leben zu müssen, denn wir haben einen Unterstand mit dieser Brücke. Auch im hinteren Bereich gibt es genügend Versteck- und Unterstellmöglichkeiten, sodass die Koi hier sehr ausgeglichen ihre Bahnen ziehen können, ohne permanent in der Angst leben zu müssen, gekeschert zu werden und nicht die Flucht- und Rückzugsmöglichkeiten zu erhalten, wie das beispielsweise bei kleinen Teichen der Fall ist. Ich werde Ihnen das jetzt auch mal demonstrieren, wie schnell doch dann die Koi zum Futter gehen. Sie sehen, hier gibt es überhaupt keine Angst. Alle sehr ausgeglichen. Keiner zieht sich irgendwo am Boden zurück. Alle befinden sich an der Wasseroberfläche, so wie man sich es eigentlich auch wünscht. Habe ich dann ein Becken, das relativ klein ist, ohne Zuflucht- oder Versteckmöglichkeiten, habe ich genau die Konstellation, dass die Koi Angst haben, sich ständig am Boden befinden und befürchten müssen, dass sie gekeschert werden. Was tun wir, wenn beispielsweise diese Koi direkt von Japan kommen? Decken wir das Becken komplett ab, um dem Koi hier noch die bestmögliche Sicherheit zu geben, dass nicht jemand an das Becken hinläuft und den Kescher nimmt und fängt sie, sondern das Becken wird so abgedeckt, dass die Koi das Gefühl haben, sie befinden sich in einem sicheren Behältnis. Später gehen wir dann her, und das ist jetzt auch mein Tipp an Sie, nehmen Sie einen Teilbereich von Ihrem Teich und decken es einfach mit einer Diele oder mit einer Plane ab und schon schaffe ich einen gewissen Unterstand für die Fische, in dem sie sich wohlfühlen. Also das heißt, der Koi geht, wenn er ängstlich ist, in den Unterstand und bekommt das Gefühl, jetzt bin ich sicher und ich kann nicht gekeschert werden. Und Sie sehen, wenn wir jetzt mal näher rangehen und ich werde die Koi jetzt mal füttern. Wie schnell es wieder geht, dass sie an die Wasseroberfläche kommen. Das würden jetzt verängstigte Koi nicht machen, insbesondere dann, wenn sie nicht diesen Unterstand und Fluchtmöglichkeit haben.
Sie können uns gerne mal darüber berichten, wie Ihre Erfahrung ist, wenn Sie diese Maßnahmen ergreifen und bieten dem oder Ihren Koi einen Unterstand, wie sich anschließend sich das Verhalten ändert.